Moin und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Stranded Deep. Es geht weiter, wir fahren zu einer neuen Insel. Ich hoffe, dass sie neu ist. Ich hoffe, dass es mal eine Insel ist, wo ich wirklich noch nicht gewesen bin. Ah, die Sonne geht auf. Das ist genau der richtige Moment zum Losfahren. Und wir fahren los. Kann ich auch das Licht ausmachen jetzt? Ist es wirklich eine neue Insel? Doch, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich da noch nicht hingefahren bin. Die rechts, also die da, das ist die, wo ich gerade gewesen bin. Und die links ist die, wo ich schon mal ein Haus drauf gebaut habe. So ein, naja, so ein halbes Haus. Und ich glaube, die, wo ich gerade drauf zufahre, die, auf die ich gerade drauf zufahre, so rum, da war ich noch nicht drauf. Insofern ist das Neuland. Eine Boje. Hä, war da schon immer eine Boje? Komisch. Bisschen komisch ist das schon mit diesen Bojen. Ich finde das auch irgendwie... Irgendwie ist das auch komisch, dass die auf, dass man da so nah ranfahren muss, bis die mal aufploppen. Was ist denn das für ein riesiger Schatten unter mir? Achso, nee, das war der Schatten von meinem... Ich habe mich gerade schon gewundert. Das war der Schatten von meinem Schlauchboot, der da, der durch die tiefstehende Sonne so groß wirkt. Ich dachte erst, boah, was ist denn da unter mir? Ist das irgendwie ein Raumschiff oder so? Ja, weil ihr wollt mich ja auch irgendwie davon überzeugen, dass ich irgendwie Kontakt mit Aliens hatte. Kann ich mir aber gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Wann soll das denn passiert sein? Wann denn? Und warum, wenn ich nämlich Kontakt mit Aliens hatte, warum haben die mich nicht wieder gesund gemacht? Aliens haben doch so super Heilungskräfte. Die hätten mich doch wieder gesund machen können. Naja. Und das ist das ganze Problem mit den Außerirdischen, dass man ihnen einfach nicht trauen darf. Gelegentlich trifft man ein nettes Exemplar, Starman, E.T., aber gewöhnlich ist das eine braune, schrumpelige Eidechse. Ja. Und da ist schon wieder eine Boje. Ich hangel mich hier von Boje zu Boje. Und ich habe immer noch 60 FPS. Ich kann das nicht oft genug betonen, ja? Ich habe immer noch 60 FPS. Wie geil ist es bitte? Aber so, mit den ganzen Bojen hier, kann man sich den Weg gut merken. Im Prinzip kann ich jetzt schon sagen, ich muss eigentlich knapp an zwei Bojen vorbeikommen und dann weiß ich, dass ich richtig fahre. Auf dem Rückweg. Da kann doch eigentlich gar nichts schief gehen. What the fuck? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen, was das für ein komisches Vieh da unter mir war? Irgendein Fisch, irgendein großer. Also irgendwas Größeres. Oh Gott, ich glaube, es ist schon wieder die Tiefsee hier. Sagen wir jetzt mal ganz ehrlich, ja? Immer wenn ich hier ins Wasser runtergucke oder so, ja, da sehe ich immer irgendwelche riesigen Viecher, entweder Wale oder Haie oder irgendwelche Schwertfische. Und dann erwarten die Leute echt, dass man da tauchen geht? Ohne Schutz? Ohne irgendwas? Um die Viecher loszuwerden? Darf ich mal ganz ehrlich sagen, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Und ganz ehrlich, hier würde ich nicht mal einen Zeh ins Wasser halten in die Brühe, ey. Ohne Witz. Oh Gott, seht ihr das da vorne? Seht ihr das da vorne? Das kann doch einfach alles nicht wahr sein, wenn man vom Teufel spricht. Alter, der soll bloß wegbleiben von mir. Ja, der kommt natürlich. Er kommt natürlich schnurstracks auf mich zu. Und die Musik. Die Musik. Jetzt kriege ich gleich wieder einen Schubser von hinten. Aber ist diese Insel schon wieder so extrem weit weg? Das kann doch alles nicht sein. Ihr müsst doch mal näher kommen hier, oder bewege ich mich schon wieder... Okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Vielleicht bin ich den Hai auch schon wieder losgeworden gerade. Die Insel hat ja geladen. Ja, das ist definitiv eine Insel, auf der ich noch nicht war. Guckt mal, wie viele Palmen da rumstehen. Ich weiß, sowas habe ich auch schon mal gedacht.
Guckt mal, da ist was im Wasser. Da können wir mal so ein bisschen so halb schräg vorbeifahren. Das würde mich gerade mal interessieren, was das denn ist. Oh nein, okay, ich habe meinen Plan gerade geändert. Ah nee, das ist so ein kleiner Hai, okay. Nee, das ist okay, der kann mir eh nix. Ich finde ja, sie sollten so eine Art... Ah, da ist noch eine Toolbox drin, okay, das interessiert mich eigentlich weniger. Sie sollten so eine Art Regler ins Menü einbauen, wo man die Aggressivität der Fauna einstellen kann. Wo man jetzt zum Beispiel einstellen kann, Haie sehr aggressiv oder mittelaggressiv oder gar nicht aggressiv. Ja, dass man auch mal einfach die Fauna einfach mal auf nicht aggressiv stellen kann und einfach mal nur taucht. Ja, eine ganze Folge lang, ohne dass man jetzt gleich aufgefressen wird. Ja, weil wenn die Piraten aus der Karibik kaputt gehen, dann fressen sie nicht gleich die Touristen auf. Moment mal. Hier liegen Kokosnüsse rum. Das heißt, hier war ich schon mal. Und da ist ein Schiff. Hä? Ja, aber, hä? Nee, das kann doch gar nicht sein. Och, Mann, nun verhakt dich doch nicht hier. Nee, hier liegt doch viel zu viel Treibholz rum, als dass ich hier schon mal hätte gewesen sein können. Da wäre ich gleich direkt wieder heiser hier. Mann! Immer dieser Restrotz. Nee, hier war ich wirklich schon mal. Guckt mal. Also wenn hier so eine mickrigen Kartoffelpflanzen rumwachsen, dann war ich hier schon mal. Dann heißt das, dass ich hier schon mal Kartoffelpflanzen getötet habe. Aber irgendwie ist das komisch. Naja, egal. Ich weiß aber schon, was ich hier auf jeden Fall machen werde. Zum einen werde ich Kokosnüsse knacken und fressen bis zum Umfallen, bis sie mir zu den Ohren rauskommen. Das ist der eine Plan. Der andere Plan ist, mal in dieses Wrack da reinzugucken. Ich weiß aber nicht, ich glaube, ich war da schon mal drin. Also irgendwie kommt mir das gerade alles sehr bekannt vor hier. Huch, das war jetzt irgendwie zu lusch. So, komm mal her hier. Ich habe so viel FPS. Es geht jetzt alles so schnell. Ich schieße direkt über die Kokosnüsse hinaus. Moment. Ah, es läuft doch. Ja, und natürlich schwimmt da ein Hai rum. Mann, Hai, verpiss dich doch mal. Verpiss dich da einfach. Ich will doch einfach nur mal schnell in dieses Boot da reingucken. So, ich mache jetzt folgendes. Ich baue jetzt noch eine Axt. Dann habe ich nämlich 4 Äxte. Und dann habe ich ja quasi einen kompletten Satz Äxte. Und dann muss ich nicht so schnell wieder neue bauen. Also, da braucht man einen Stick und Yucca. Hier muss irgendwo noch Yucca sein auf der Insel. Komm, eine Yucca-Pflanze ist hier bestimmt irgendwo. Noch eine Kartoffelpflanze. Nice. Yucca, Yucca. Ah, Yucca. Ich bin echt blind. Ich laufe direkt an der Yucca-Pflanze vorbei, ne? So. Ruft das da? Und warum kann ich jetzt nicht craften? Ach ja, genau. Einen Stein brauchen wir doch. So. 4 Äxte. Okay. Das sieht doch gut aus. So. Wie sieht's hier aus? Okay, ich muss doch noch eine Kokosnuss knacken. Das machen wir mal gleich. So. Noch ein Frag? Ach nee, da bin ich ja dran vorbei. Okay. Alles gut, alles gut, alles gut. So. Om nom 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 nom. Ey, kann das sein, dass um dieses beschissene Schiffswrack immer irgendwie ein Hai rumschwimmt? Das kann doch einfach nicht wahr sein, ey. Diese Scheißhaie. Regen die mich auf. Da links blubbert's auch. Guckt mal. Da so. Da könnte man natürlich auch mal tauchen. Ah, wieder ein Flugzeug. Ah, direkt weggeploppt. Ich guck nach oben und direkt ist es weg. So, ich schwimme da jetzt hin. Ich schwimme da jetzt einfach hin. Ist mir jetzt egal, ob da Haie sind. Kann ja schon mal die Axt in die Hand nehmen. Falls mir irgendeiner krumm kommen will, ziehe ich ihm einfach die Axt über die Rübe.
Komm, schwimm. Schwimm schneller. So, was haben wir jetzt hier? Was ist das? Komm, geh an Bord. War ich hier schon mal? Ach, scheiße, der Eingang ist unter Wasser. Oh, ganz toll. Die Tür ist schon mal zu. Fuel Tank. Eine Engine. Ich könnte mir natürlich noch ein zweites Boot bauen. Das wäre natürlich... Oh, ist das... Okay, wartet mal. Wir nehmen das mal mit. Wir nehmen mal die Teile mit. Weil ich weiß nämlich, dass es noch irgendwo einen Carburetor gab. Und ich glaube, dieser Fuel Tank, der zählt so viel wie ein komplett... Jerrycan. Also es ist quasi ein komplett voller Tank. Also das heißt, wenn ich mir nochmal so ein Floß zusammenbaue... Mensch, jetzt kletter doch da mal hoch! Inkompetenz, ja! So. Oh, mein Gott nochmal. Er ist auch echt ein bisschen... Ah, Moment, da war ja noch ein... Da ist doch noch... Da geht doch noch was. Moment, da war doch noch ein Dings. Hier, ein Locker. Ha! Noch eine Lantern, das ist natürlich nice. Und was ist das? Eine Flare? Ja, die Flare, die waren ja irgendwie nur total sinnlos. Die haben ja gar nichts gebracht. So. Alle ins Wasser und zurückschwimmen. Hat sich doch gelohnt. Mann, wo hänge ich denn hier schon wieder fest? Ich hänge doch hier schon wieder an den Felsen fest, ey. Ach, dieses Gehänge immer. Wie er mich immer hängen lässt. So, Moment. Wie? Wie viel haben wir jetzt noch? Also, wir haben wieder mal eine Lampe. Das ist sehr schön. Ich mag diese Lampen. Gerade nachts. Bandagen. Hä, warum steht da plus Medical und zwei Striche? Das ist irgendwie neu. Verstehe ich nicht, aber egal. Ja. Ja, okay. Ich bin mal gespannt, ob ich genug Teile zusammenkriege, um mir ein zweites Motorboot zu bauen. Wenn ich schon keine Jerrycans finde, ja, dann kriege ich es vielleicht hin, nochmal ein Boot zu bauen und dann vielleicht darüber nochmal ein bisschen Sprit mir zu erschleichen, sozusagen. Ercheaten, könnte man auch sagen. Ja, aber eigentlich ist es ja nicht cheaten. Es ist ja nicht cheaten. Ich baue mir einfach nur ein zweites Boot. Wahrscheinlich ist es sowieso die enorme Ressourcenverschwendung. Ich müsste einfach nur bestimmt noch einfach noch ein bisschen weiter rumfahren. Dann würde ich irgendwann schon neue Jerrycans finden. Vielleicht wäre es auch klüger, die Motorteile jetzt hier zurückzulassen. Einfach nochmal zu einer anderen Insel zu fahren von hier aus. Könnte natürlich sein, ne? Ich überlege gerade. Was könnte ich jetzt... Also ich lasse mal die Engine zurück hier, glaube ich. Die Engine brauche ich, glaube ich, am wenigsten. Der Fuel Tank war, glaube ich, am seltensten. So gefühlt von den ganzen Sachen. Also wenn man eins nicht so oft gefunden hat, dann war es dieser Fuel Tank. So, ich sammle jetzt hier das Treibgut auf. Bevor ich hier irgendwas umachste. Weil ich glaube, das war es auch schon wieder mit Treibgut. Sieht fast so aus, ja. Gut, dann axten wir jetzt noch... Na, da ist noch einer. Da ist noch ein Stöckchen. Jetzt war es das aber, oder? Glaub schon. So, und ich würde sagen, damit ist die Folge auch schon wieder zu Ende, ne? Dann fange ich mal an zu axten und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Stranded Deep. Ciao, ciao!